Auch sie war beim Treffen mit Peter Kurt dabei, zusammen mit Rechtsextremen. Berlins AfD-Chefin Christine Brinker. Ich war im letzten Sommer zu Gast bei dem ehemaligen CDU-Finanzsenator Peter Kurt, in seiner Wohnung in Mitte. Über mehrere Ecken sei Brinker eingeladen worden, von wem wisse sie nicht mehr. Ich bin eigentlich nur hin, weil ich die Dachterrasse dort so großartig finde. Die kannte ich von einem früheren Treffen, das ewig her ist, und ich finde den Ausblick großartig. Und ich dachte, ich kann über Finanzen reden. Von den anderen Gästen sei sie überrascht gewesen. So soll zum Beispiel auch der Rechtsextremist Martin Sellner, führender Kopf der neuen Rechten, ein Buch vorgestellt haben, hier zu sehen auf einer Demonstration. Diesen Titel bringt er im Sommer 23 raus, Regime Change von rechts. Eine Zusammenfassung spricht von einem Fahrplan für den Regimewechsel. Es geht auch um Militanz, Remigration und Rückeroberung. Auch Götz Kubitschek, hier zu sehen in Cottbus, soll bei dem Treffen dabei gewesen sein. Ein rechtsextremer Verleger in Sachsen-Anhalt. Geblieben sei Brinker zunächst dennoch. Ich muss mir auch selber mal persönlich ein Urteil bilden. Ich kann auch nicht nur davon leben, was in den Zeitungen steht, sondern ich bin auch ein Mensch, der mit jedem redet. Die Opposition nimmt ihr die Geschichte nicht ab, auch wenn Brinker sich sonst bemüht, das bürgerliche Gesicht ihrer Partei zu sein. Das wundert mich nicht. Die passt da rein. Mich wundert eher ihre Reaktion darauf. Und ich sag mal, wer in eine Jauchegrube springt, der muss sich hinterher nicht wundern, dass er stinkt. Jetzt zeigt sich, was viele schon immer gesagt haben, dass diese Fassade, diese bürgerliche Fassade, die sich die Berliner AfD gegeben hat, nur Schein war. Es zeigt sich immer mehr, es gibt keine moderate AfD. Und sie gibt es auch nicht in Berlin. Beide Fraktionschefs fordern, ein Verbot der AfD prüfen zu lassen. Brinker derweil betont, sie sei bei besagtem Treffen nur kurz geblieben. Und ich bin schnell wieder weg, weil es mir zu viel war, zu voll war und weil ich auch wirklich geschockt war über das Publikum, weil ich eine andere Vorstellung hatte. Und vom Gastgeber des Treffens, dem Ex-CDU-Finanzsenator Kurt, distanzieren sich bereits ehemalige Parteikollegen. Auf Ex schrieb der Regierende Kai Wegner: Wer mit Neonazis, Rechtsextremisten und Menschenfeinden paktiert, hat in der CDU nichts zu suchen. Dass radikale Rechte untereinander ausmachen wollen, wer hierher gehört und wer nicht, das ist für viele ein unerträglicher Gedanke. Und nicht wenige von ihnen, laut Polizei rund 3.500, haben sich um 18 Uhr oder ab 18 Uhr besser, um Proteste halber, vor dem Roten Rathaus versammelt. Arndt Breitfeld hat das Ganze für uns beobachtet und seine Eindrücke über dieses neue Bündnis mit uns geteilt. Runder Tisch Antifaschismus ist der Arbeitstitel dieses neuen Bündnisses, das hier heute nicht 200 Menschen wie angemeldet vor dem Roten Rathaus zusammengebracht hat, sondern mindestens 3.500. Das war eben noch eine Schätzung der Polizei, aber tendenziell werden es eher mehr sein. 1,5 Kilometer von hier sollte das Ganze eigentlich stattfinden, nämlich am Berliner Ensemble, wo heute Abend eine szenische Lesung stattfindet von Korrektiv, die ja diese Enthüllungen gemacht haben über diese geplanten Abschiebungen von Menschen mit Migrationshintergrund. Also das soll heute Abend da stattfinden. Das ist etwas, was uns alle fassungslos gemacht hat. Und das Ganze kann aber nicht da stattfinden, weil da vorher, vor 21 Uhr heute Abend, noch eine andere Aufführung stattfindet. Deshalb hat man gesagt, macht man das Ganze hier vor dem Roten Rathaus, da wo eben auch die Politik zuständig ist. Und für die vielen Menschen hier ist es einfach ein wichtiges Anliegen in dieser Zeit, die eben für sie immer bedrückender und bedrohlicher wird, hier zu sein. Wenn ich nicht auf die Straße gehe, fühle ich mich nicht wohl. Ich habe richtig Sorgen und Angst, auch um unsere Republik. Es sind halt richtig viele in unserer Schule, die halt aus anderen Ländern kommen und eine andere Hautfarbe haben. Und die sind dann bestimmt auch richtig traurig jetzt wegen der AfD. Und deshalb bin ich natürlich auch hier, um dem was da geht, also auch für mich selber und natürlich auch um Zeichen zu setzen. Zu zeigen, es gibt halt auch die anderen. Und die sind ganz breit. Die kommen von sonst woher. Wenn die Gemeinschaft sich nur noch dadurch retten kann, dass sie andere Leute ausschließt oder menschenverachtende Positionen diesen gegenüber vertritt, dann ist es halt die falsche Lösung, dann soll man eine andere Lösung suchen. Aber das kann nicht die Lösung sein. Renate Christians aus Reinickendorf engagiert sich bei den Omas gegen rechts und hat hier vor wenigen Augenblicken auch gesprochen. Heute haben wir erfahren, Christine Brinker von der Berliner AfD, die Chefin der Berliner AfD, war auch bei einem Treffen dabei, wo auch Rechtsextreme dabei waren. Sie haben eben schon gesagt, das hat sie persönlich nicht überrascht. Wie wichtig ist es jetzt, dass die Gesellschaft mehr Präsenz auf der Straße zeigt bei Veranstaltungen wie dieser hier? Es ist ganz wichtig, dass die Gesellschaft stark auf der Straße ist, mehr Präsenz zeigt und sich vor allen Dingen
fortbildet und stark im Diskutieren wird. Ich danke Ihnen sehr. Einen schönen Abend noch. Ja, also Tausende engagieren sich hier gegen rechts vor dem Roten Rathaus.